Leute, da sind wir wieder. Ja, ich habe mir mal die letzten Folgen angeschaut und musste mit Entsetzen feststellen, dass ich ja doch den einen oder anderen Fehler gemacht habe. Unter anderem habe ich Redstone verschwendet. Das wollen wir natürlich gleich erstmal beheben. So, ding, ding, ding. Wir brauchen natürlich nur hier einen Block und dann können wir den Repeater auch hier drauf setzen. Schalten den natürlich wieder auf Stufe 2. Auch das hier ist völlige Verschwendung. Da können wir hier rangehen. Und jetzt haben wir wieder etwas eingespart. Um genau zu sein, haben wir jetzt 6 Stück dazugekriegt. Und bei unserem minimalen Vorrat an Redstone ist das schon gar nicht so ganz unwichtig, dass wir so viel es denn geht einsparen. Dann hatte ich ja noch schlauerweise, halt, jetzt habe ich noch was vergessen. Und zwar hier unten ist noch ein Erdblock zu viel gesetzt. Bing! So. Und dann hatte ich natürlich schlauerweise die Eimer in die Kiste gepackt, wo sie natürlich überhaupt nicht hingehören. Denn wir müssen ja die auch wieder hier oben in die Dispenser reinpacken. Macht ja sonst nicht ganz so viel Sinn. Sonst können wir ja nicht mit den Dispensern ernten. So, hätten wir auch das geschafft. Ja, Kartoffeln sind jetzt doch ein bisschen mehr gewachsen, aber ich möchte das dann mal doch anders machen. Wollte hier nochmal gucken. Steine. So. Die lassen wir jetzt aber mal hier. Die nehmen wir mit. Ich hoffe, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann wieder welche reinpacken möchte. Cobblestone, und zwar ein 64er Stack. Dann packen wir unsere Leiste mal wieder, so wie das sein soll. Haltbarkeit, Effizienz, Behutsamkeit, Glück. Die Glücksspitzhacke haben wir noch gar nicht benutzt. So passt das alles. Die werden wir unten brauchen. Nahrung werden wir brauchen. Aber das machen wir mal anders. So, so, so. So passt das alles. Das Glas können wir jetzt hier oben lassen. Ja, runtergerannt und drauf gewartet auf den nächsten Fehler. Jetzt wollte ich unten irgendwas machen, habe es aber schon wieder vergessen. So, einen 64er Stack wollte ich mir noch einpacken. Cobblestone, da müssten wir ja hier noch welchen haben. Genau. Dann wollte ich hier mal reingucken und auffüllen. Ja, der kann aber eigentlich laufen. Ja, dann müssen wir vielleicht doch nochmal irgendwann demnächst nach oben. Ach ja, Knochenmehl wollte ich mitnehmen. Ein wenig. Und dann wollte ich bei den Kartoffeln und bei den Möhrchen erstmal nachhelfen. So, wir müssen jetzt aber mal ein paar Sachen hier rauswerfen. Unter anderem auch mal so die Hälfte der Pfeile. Da brauchen wir also wirklich nicht so viele. Wie viel haben wir denn da insgesamt? Dann nehmen wir mal die Hälfte mit. Dann das Sprengpulver raus und ja, das Rottenflash. Ich weiß noch gar nicht, was man damit machen kann. Das können wir jetzt wirklich rauspacken. Dann nehmen wir auch mal die Hälfte weg. Machen das mal so. Spinnenseide haben wir gar nicht dazu gekriegt. Das ist ja blöd. So, dann geht's jetzt aber erstmal. Haben wir jetzt alles? Ja. Erstmal wieder aufwärts. Und dann wollen wir doch mal mit ein wenig Knochenmehl bei unseren Feldern nachhelfen. Das dauert ja ansonsten ewige Zeiten, bis wir dann mal ein halbwegs volles Feld mit den Möhrchen und mit den Kartoffelchen gepflanzt haben. Ja, doch. Ich glaube, kleiner geht's dann doch nicht mehr. Mit der Schaltung für die Pisten. Futtern, futtern, futtern. Cobblestone raus und das, die Knochen, die machen wir komplett zu Knochenmehl.
Also ihr seht schon, das wird hier eine etwas... Oh, jetzt sind sie gewachsen. Ha, jetzt hätte ich gar nicht gebraucht. Hätte ich sie gar nicht gebraucht. Also das Knochenmehl ist aber wurscht. So, wir ernten einmal da und einmal da. Und dann warten wir mal ein bisschen. Ja, ich wollte jetzt nicht reinspringen und auf den Feldern rumlatschen. Das wollte ich mir irgendwie ersparen. Ach so, ja. Gut, okay. Vergessen. Falsch. Falsch. Hier ist es natürlich genauso falsch. Und falsch. Also gut, dass wir hier nochmal geguckt haben. Dann wollte ich mir sowieso nochmal ein bisschen Weizen einpacken. Wir werden gleich nochmal nach hinten laufen und dann hoffentlich die Viecher es noch weiter züchten können. So, Wasser ist genug gelaufen. Auch hier ist es genug gelaufen. Was haben wir vergessen? Die Feldhacke. Und dann machen wir doch nochmal hier die letzten beiden Felder klar. Und hier natürlich genauso. So, jetzt brauchen wir sie aber wirklich nicht mehr. Solange wir da nicht reinfallen, brauchen wir die jetzt erstmal nicht mehr. Also ich hoffe ja, dass ich da nicht reinfalle. Brauchen wir eigentlich nicht. So, dann gehen wir mal aufsammeln. Fump. So, 7 Kartoffelchen und 20 Mohrrübchen. Und dann gehen wir nochmal nach hinten zum Züchten. Ja, die sind jetzt mittlerweile alle vorne. Hallo? Bleibst du mal drin? Bing. Bing und Bing. Passt. Gut, dann müssen wir nur noch Muku an Land kriegen. Wie sieht es denn aus bei den Schafen? Achso, da müssen wir auch nochmal. Die sollen auch nochmal alles geben. Na komm, Perle. Auch die Perle haben wir. Dann brauchen wir nur noch hier. Hallo? Kuh? Find mich interessant. Find mich super. Oh, Kuh findet mich so super, dass sie gleich erstmal flitzen gehen. Gut, okay, dann züchte ich halt mit euch beiden. Ist ja wurscht. Bing, Perle habe ich. Arlet ist gut. Ja, dann haben wir jetzt von jeder Sorte 4, würde ich mal so behaupten. Ah, die Viecher, die haben irgendwie so einen Hang dazu, dann zum Ausgang zu laufen. So, hier können wir dann schon mal anfangen, die Kartoffelchen. Ja, das Einzige ist, da hinten kommt man immer nicht ran. Das ist aber kein Problem, selbst wenn das Glas gesetzt ist. Man kann es ja von hier vorne setzen. So, ding, ding, ding. Und dann pflanzen wir doch hier mal an. Und tun uns gleich gütlich mit dem Knochenmehl, in dem wir gleich nachhelfen. Ja, ganz vorne ist immer so ein ganz bisschen tricky, aber es geht. Ihr seht's ja. So, und ernten Runde 2. Und dann kriegen wir die Felder doch hoffentlich auch in einem überschaubaren Zeitrahmen endlich mal gefüllt. Ja, da fliegen sie, die ganzen Mohrrüben. Noch fällt nichts daneben. Nö, das würde man ja sehen. So, letzte Mohrrübe drin. Können wir schon ausschalten. Können wir hier drüben dann natürlich genauso ausschalten. Also wenn der Wasserfluss nach unten geht, ey, dann habe ich hier aber ganz schöne Frame Drops. So. Bing. Und dann geht es mal wieder weiter. Aber ich spare mir jetzt mal hier vorne anzupflanzen. Das geht hier oben drauf dann doch ein bisschen zügiger. Weil man da unten immer so ein bisschen rumpuzzeln muss. So, mal gucken, wie weit wir da kommen mit unserem Knochenmehl. Mehr möchte ich dann aber auch nicht benutzen an Knochenmehl. Wir haben jetzt schon mehr Mohrrüben, als wir Knochenmehl haben. Von daher machen wir das mal so und dann züchten wir mal hier alles groß.
was wir jetzt nicht schaffen, mit groß zu züchten, das ist nicht weiter wild, das wird dann nur mit rausgespült. Das sollte dann wieder ganz normale Möhrchen geben. Aber so sollten wir auf jeden Fall noch ein paar dazu bekommen. Und so lassen wir das dann auch. Dann finde ich, haben wir genügend nachgeholfen. Der Rest, der muss dann so vor sich hin wachsen. Ah ja, gut, okay. Da fällt dann doch die ein oder andere Möhre mal daneben. Bei den Kartoffeln nicht. Das ist schick. Ah, die Nachzügler-Mohrrübe. Aber durch das Glas, wie gesagt, da kann man auch recht gut sehen, ob auch alles rausgespült wurde oder nicht. So, dann warten wir jetzt nur noch, bis hier unten alles ankommt. Ja, blöd mit dem Stein hier. Da, ob ich den nochmal austausche dann gegen Glas. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, einmal noch aufsammeln. Ja, jetzt haben wir doch schon mal einen ganz guten Grundstock. Ich denke mal, jetzt pflanzen wir dann auch an, ganz normal, dass es dann auch ganz normal wachsen kann. So, zing, zing, zing. Und dann soll das hier ganz in Ruhe vor sich hin wachsen, während wir dann demnächst runtergehen werden und dann unten unseren Tunnel weiterbauen. So. Die beiden müssen wir uns mal merken. Eins müssen wir aufheben, eine Möhre, damit wir die da unten pflanzen. Obwohl, es ist wurscht, ob die jetzt da unten gepflanzt ist in der Ecke oder nicht. Die können wir auch jetzt hier alle verbraten. Ja, Pilze könnten wir hier oben rein theoretisch auch züchten. Also das würde ausreichen vom Beleuchtungslevel her. Glück gehabt, dass wir die pflanzen können und dass wir da keine Probleme kriegen. Und zwar brauchen wir ja, also bei diesen Vieren, da würde das gehen, dass man die anpflanzen kann. Und wenn wir uns hier mal reinstellen und dann mal drauf drücken, und dann sehen wir BL und RL, das sind die Beleuchtungslevel. Und bei 9 reicht das alle Male aus, also bis auf 12 könnten wir gehen. Wir könnten rein theoretisch, könnten wir auch noch hier sogar einpflanzen, ohne dass der wieder verschwinden würde. Das würde also ohne Probleme würde das funktionieren. So, jetzt schauen wir aber nochmal, haben wir jetzt wirklich nichts mehr vergessen? Ist denn alles im grünen Bereich? Ja, ist es. Nur das Glas hatte ich eigentlich anders eingeplant. Unter Umständen, na, ich nehme es mal doch mit runter. Unter Umständen beim Tunnel, denn ich denke mal, wir werden auf die eine oder andere Höhle treffen. Und ich würde ganz gerne die Höhlen zwar ausleuchten, aber andererseits die Wände dann auch aus Glas basteln. Das sieht ja doch immer irgendwie ein bisschen schicker aus. Aber jetzt geht es erstmal abwärts. Und dann sind wir schon ein zu weit sogar runtergelaufen. Macht aber nichts, wir können ja auch hier noch runter. Ja, und dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal mit dem Tunnel an. Wir sammeln nochmal schnell auf. Bing, wenn wir schon hier sind. So. Denn ich möchte jetzt immer wieder alles mitnehmen, was geht. Oh, der müsste... Ich höre den doch. Ist ja unter uns, weil über uns würde man ja diese Slime-Dinger sehen. Jetzt will ich nochmal gucken gehen, wo der sich denn versteckt. Unter uns dürfte er normalerweise nicht sein. Nee, da ist er nicht. Das ist ja eigenartig. Hier ist er auch nicht. Dann muss der ganz in der Nähe sein von einer Höhle. Ja, haben wir es doch nicht mehr geschafft, nochmal anzufangen mit dem, Tunnel. Der Slime hatte mich dann irgendwie abgelenkt. Naja gut, da ist eine Höhle. Ja, stimmt ja. Dann kann der nur da in der Höhle sein. Da möchte ich dann in der nächsten Folge nochmal gucken gehen, falls ich dran denke, denn ich habe jetzt erstmal eine Stunde aufgenommen und das soll auch erstmal reichen. Ich sage erstmal Tschüss, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut!